Hey Leute, willkommen zum heutigen Vlog mit Brooke. Auf jeden Fall soll es heute darum gehen, ob man mit Motorrädern, was ist denn los, Alter, mit Motorrädern mehr Frauen bekommt. Ich finde das Thema lustig, weil, falls ihr so YouTuber kennt, die Frauen oft aufreißen mit verschiedensten Gefährten, ob Auto, Motorrad oder sonst wie. Da kommt halt der Eindruck rüber, mit einem Motorrad so bekommt man oft Frauen. Und dem Mythos will ich jetzt auf den Grund gehen und einfach mal mit anfangen, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Ich habe meine Freundin kennengelernt am Motorradtreffpunkt. Frage beantwortet, Video zu Ende. Ciao Leute. Nee, ist so ein Spaß. Auf jeden Fall, ich habe sie kennengelernt mit dem Motorradfahren. Aber ich habe sie mir nicht geklärt, gell? Gut. Ich bin auf jeden Fall nicht so rübergegangen, hey, sondern wir haben uns einfach so kennengelernt, ein bisschen was essen gegangen im Subway mit Marvin. Marvin, bester Mann, checkt ihn aus. was soll ich sagen? Und ja, dann sind wir halt zusammengekommen und die Beziehung hält jetzt schon länger. Wir sind im Februar zusammengekommen, jetzt haben wir Oktober, deswegen hält länger, ich kann jetzt gerade gar nicht rechnen, 8 Monate, wenn mich nicht verrechnen, nee, Ende Februar offiziell zusammengekommen, deswegen, ja, wir haben aber auch nicht ewig gefackelt, wie so jüngere Kandidaten, so wie ich es früher auch gemacht habe, so, sind wir jetzt ein Pärchen, sondern irgendwann sind wir wirklich zusammengekommen und es war auch schön, aber mit dem Klären von Frauen, mit heißen Gefährten, ich bin skeptisch. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben mal eine Hack the Biker Challenge gemacht mit Harzrider, mit Zinkvlog, mit wer hat alles da teilgenommen? Ich habe schon wieder vergessen, Jamie Motors hat teilgenommen. Das war so geil, wie lang der rumgefahren ist. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, ist unten verlinkt. Cooler Kollege, fährt auch eine CBR 125R, deswegen schaut unbedingt vorbei. War mega lustig. Wir hatten einfach die Aufgabe, Mädchen, Frauen, was auch immer, alle möglichen weiblichen Wesen zu fragen, ob sie uns eine Umarmung geben wollen. Ich glaube, das bringt uns schon mal einen Schritt näher zum Frauenklären. Aber ich habe es auch gemerkt, je nachdem, wie man mit einem Fahrzeug vorfährt. Bei mir hat es insofern die Schulkarriere verändert. Ich war früher dicker, so bis zur 7. Klasse habe ich rasch abgenommen. War halt so, hab rasch abgenommen und dann hatte ich halt mehr Interesse geweckt bei den Mädchen, bei manchen Mädchen, nicht bei allen. Gibt immer noch Mädchen, die mich scheiße finden, weil ich der größte Arsch bin. Nee, auf jeden Fall war es so, dass sich's geändert hat und dann wurde ich halt noch selbstständiger durchs Motorrad fahren. Ich habe gearbeitet, um mir das Motorrad zu finanzieren, habe mir eine 125er gekauft, dann war ich der Erste mit 16, der eine CBR gefahren ist, also überhaupt ein Motorrad, vor allem an der Schule, gab es glaube nur 2 Leute und die meisten sind halt Roller gefahren aus finanziellen Gründen, obwohl sie aus guten Familien stammen und ja, also wohlhabenden Familien und dann war es halt einfacher, an gewisse weibliche Personen ranzutreten und ja, ich fand's assi, ganz ehrlich, weil das Erscheinungsbild ändert sich ja, wenn ihr in Jogginghose und Pulli zur Bank kommt und Geld abheben wollt, werdet ihr oft anders angeschaut, anders verurteilt. Keiner wird euch glauben, wenn ihr sagt, ey, ich möchte 10.000 Euro abheben. Woher hat er die 10.000 Euro? Komm, und er kommt in Jogginghose und was weiß ich was. Kommt jemand im Anzug und fragt nach 5.000 Euro, dann ist das Normalste der Welt. Und ja, das ist halt dieses Erscheinungsbild, das ihr habt. Wenn ihr Motorrad habt, wenn ihr ein schönes Gefährt habt, ist es finanzieller Wohlstand, Verantwortungsbewusstsein und sonst was, was viele Frauen in euch sehen und macht euch durchaus attraktiver. Das heißt aber nicht, wenn ihr der größte Duschbeck seid, also hingeht mit einer Ducati Panigale oder sonst wie, jetzt Zink fühlt sich angesprochen, hat eine Ducati, so, hey, was geht? Willst du mal eine Runde mitfahren? Und dann, oder irgendwie an eine Fensterscheibe von einem Auto klopft, hey, ich finde dich mega hübsch, kann ich deine Nummer haben? Ich würde sagen, das zeugt nicht von
soll ich das sagen, reife. Und da springen die meisten Frauen ab. Also ich verstehe schon, wenn man charmant ist und so lustig, so, hey, Lust auf eine Runde mitzufahren und dann halt ins Gespräch kommt. So, ja bitte, kommt so her und dann bringt ihr sie zum Lachen oder so, die Dame. Und dann kommt ihr halt ins Gespräch und dann entwickelt sich wirklich eine Fahrt und dann lernt ihr euch kennen. Dann würde ich sagen, hat euch das Motorrad verholfen zu einer Beziehung, war aber dann nur ein Mittel zum Erfolg. Der Hauptgrund seid ihr, weshalb die Frau überhaupt aufgesprungen ist. Ich sag euch, natürlich, wenn ihr ein komplett runtergekommenes Motorrad habt, dann sieht es die Frau und ich würde auch nicht. Ich würde dann eher an irgendeinen gestörten Menschen denken. Aber wenn ihr zum Beispiel in so einer A-Klasse oder so kommt, ist nicht das geilste Auto. Hättest du Lust, essen zu gehen, ist das Simpelste in der Stadt. Ich gebe dir was aus beim Italiener, beim Sushi, ich lade dich ein. Ich hole dich morgen ab, hast du morgen Zeit, 20 Uhr, 21 Uhr und dann esst ihr halt und wenn ihr zusammenpasst, könnt ihr halt andere Dinge machen und ich glaube nicht, dass das so primär ist. Klar, es gibt Leute, die springen an, wenn ihr ein richtig geiles Motorrad habt, dann kommen gewisse Frauen oder so eher dazu in Verlegung zu sagen, ja, ich drehe mal mit eine Runde, als wenn ihr ein billigeres Motorrad habt, aber man muss auch sagen, viele Frauen kennen sich da nicht aus und manche finden Motorradfahrer cool und geben dem eher eine Chance, wenn er locker ist. Das sieht man voll oft bei so Supermotorfahrern, voll locker im Umgang. Wie war das mit Marvin? Marv Rides and Drives, der hat es voll schön gemacht mit dem Mädchen. Also der ist echt cool ins Gespräch gekommen. War ein bisschen awkward zuzuschauen, aber ich fand's mega cool. Ich muss das so hart lachen. Und ja, sollte sich jeder überlegen, wie er da rangeht, aber ich muss sagen, mit einem teuren Auto klärt man sich besser Frauen, weil viele wissen, was ein Porsche ist, was ein Lamborghini oder sonst was ist. Und das heißt nicht, dass man halt jede Frau damit bekommt. Um ehrlich zu sein, sind es die wenigsten, die auf finanzielle Mittel anspringen. Deswegen sollte es nicht euer Ass im Ärmel sein, geiles Gefährt zu haben. Aber dennoch finde ich es echt mega amüsant und manchmal auch mega sympathisch, wenn man mit dem Motorrad so hinkommt. Hey, ich finde dich hübsch, Lust eine Runde zu drehen. Also so richtig direkt, dann könnte es auch lustig sein. Oder es ergibt sich wirklich ein Treffen. Man fährt kurz nach Hause, holt einen Zweithelm oder sonst wie. Ist awkward, wenn man wirklich einen Zweithelm dabei hat, sollte man nicht machen. Sonst weiß die Frau, dass man es geplant hat, eine Frau abzuschleppen, dass sie nicht die Frau ist, die man wirklich haben wollte, sondern einfach der erste Fisch, der euch ins Netz gegangen ist. Und also eine halbwegs schlaue Frau. Gibt ja welche, die springen trotzdem auf. Aber ich würde das richtig suspekt finden und ja. Deswegen lasst es spontan wirken, dann könnte es klappen. Nehmt auf jeden Fall auf, ich möchte zuschauen, ich habe die Eier nicht dazu, zumal ich in einer Beziehung bin. Das ist echt risky. Dann will die Frau wirklich was von dir und dann sagt, hey, Spaß, ich bin in einer Beziehung. Bam, blaues Auge. Gebrochener Kiefer. Lacto kann nicht mehr vloggen, hat einen gebrochenen Kiefer. Ja gut, in dem Sinne verabschiede ich mich. Lasst mir ein Like da, wenn ihr mehr solche Themen sehen wollt. Unübliche Themen, die nicht viel mit Motorradfahren zu tun haben. Dann baue ich das ab und zu mal ein. Einmal alle zwei Wochen oder so. Und lasst mir ein Like da, ein Abo, teilt das Video. Haut rein, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.